Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wie ihr alle sehen könnt, Weihnachten ist nie fern. Und vor allen Dingen heute ist Weihnachten recht nah bei uns hier in Rosenheim. Und wieso? Weihnachten heißt Adventszeit, Weihnachten heißt Stern von Bethlehem, heißt Weihnachtsstern. Wie war das denn mit dem Weihnachtsstern? Hat der eine astronomische Bedeutung? Und zu dem Thema haben wir heute einen Vortrag bei uns hier im öffentlichen Astrokolloquium in Rosenheim. Es kommt Dr. Christian Theiß. Er ist Leiter des Planetariums in Mannheim und er hat sich die Mühe gemacht, mal alle möglichen Quellen zu recherchieren, was es denn mit dem Stern von Bethlehem auf sich haben könnte. Deswegen sein Thema heute, ein nicht nur astronomischer Blick auf den Stern von Bethlehem. Viel Spaß! Der Stern von Bethlehem, nicht nur aus astronomischer Sicht, das war sozusagen das Thema. Und Sie haben schon gehört, ich war als Planetariumsleiter oder als Planetariumsleiter ist man in der Situation, dass man auch etwas erzählt über den Stern von Bethlehem. Wir haben eine traditionelle Show eigentlich gehabt, aber wir hatten das Glück, dass wir vor wenigen Jahren eine neue Technik bekommen haben. Und das war auch der Anlass, sich nochmal neu mit dem Thema zu befassen und nochmal zu gucken, was eigentlich der aktuelle Stand der Dinge ist, wenn es um den Stern von Bethlehem eigentlich geht. Und wir werden sehen, dass wir diesen Stern von Bethlehem, dass uns der eigentlich schon sicherlich sehr lange verfolgt. Man sieht es hier auf einem Bild, auf einem römischen Sarkophag aus dem 4. Jahrhundert. Da erkennt man, dass bereits damals die Geschichte des Sterns die Menschen offensichtlich fasziniert hat. Der Stern kommt vor, wird dargestellt, wird gezeigt. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kindheit, dann fand ich diese Geschichte natürlich alles, was mit der Geburt Jesu zu tun hatte, was mit Kindern zu tun hatte, natürlich spannend. Aber eben gerade auch die Geschichte mit dem Stern hat sich sehr stark eingeprägt. Als ich mit dem Thema mal angefangen habe, habe ich mir dann einmal selber überlegt, naja, da wird es ja ziemlich viel eigentlich geben in der Bibel, wird man sehr viele Stellen haben und da kann man ja vielleicht versuchen, etwas mehr drüber rauszubekommen. Ich will meinen Vortrag eigentlich so angehen, dass ich diese Geschichte des Weihnachtssterns mehr wie einen Kriminalfall eigentlich betrachte, nämlich, dass wir uns erst einmal mit den Zeugen, genauer gesagt mit den Berichten über den Weihnachtsstern auseinandersetzen. So ein bisschen, wie das bei Heinrich Schliemann war, als es um Troja ging. Wir haben eben Texte und die kann man ernst nehmen oder auch nicht. Aber wenn man sie ernst nimmt, kann man sehen, wie weit könnte man damit kommen. Dann ist aber ganz wichtig, wenn wir unsere Zeugen und diese Berichte der Zeugen uns angucken, dass wir uns danach auch fragen, wie die Glaubwürdigkeit ist, sprich, wie schaut die Quellenlage aus. Und dann gucken wir uns das Umfeld an. Wie sieht die historische Einbettung aus und natürlich, was wissen wir von Jesu Geburt? Wie genau können wir die festlegen? Und dann können eigentlich unsere Ermittlungen erst so richtig starten und wir können versuchen rauszubekommen, was sich hinter dem Weihnachtsstern verbirgt. Da werden wir einige astronomische Vorüberlegungen machen, wie es sich beim Stern gehört. Wir werden uns astronomische Zugänge betrachten oder ansehen, aber dann eben auch ein bisschen weiter versuchen zu gucken. Ja, also wir haben schon darüber gesprochen, das sind unsere natürlich auch keine Original Aufnahmen in Anführungszeichen, das ist ein Bild von den Evangelien, von den vier Evangelien oder Evangelisten, die im Prinzip in Frage kämen als Quellen. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten an, in dem jetzt die Geburtsgeschichte beschrieben ist, mit dem Matthäus-Evangelium. Wenn wir jetzt wieder zum Stern zurückkommen, dann haben wir dort eigentlich genau zwei Erwähnungen. Das Wort Stern kommt viermal vor. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Also erfahren wir auch ein bisschen was dieser Stern eigentlich macht. Er zieht vor den, wie auch immer, sozusagen Magiern sozusagen her und bleibt dann aber auch irgendwo an einem Ort stehen. Die Sterndeuter, Magier oder Weisen, Sie haben schon gemerkt, ich tue mich da ein bisschen schwer in der Übersetzung, die werden dort erwähnt. Es gibt durchaus im gesamten Matthäus-Evangelium, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant hinzuweisen, viele Bezüge zum Alten Testament, zu alttestamentarischen Prophezeiungen. Und interessant ist es eigentlich an der Stelle, dass es zum Beispiel keinen Bezug gibt, dass Matthäus das nicht gesetzt hat, wo es einmal, und zwar die genau einzige Stelle im Alten Testament gibt, wo ein Stern vorkommt. Das ist im Buch Numeri, beziehungsweise Moses. Wir werden es später auch noch ein bisschen genauer sehen. Es ist keine besondere Stelle, wenn ich es jetzt astronomisch betrachten würde. Aber diese typische Möglichkeit oder typische Aspekt, den Matthäus immer genutzt hat, sozusagen vielleicht eine Erhöhung zu bringen, indem er einen Bezug bringt zu Prophezeiungen, das hat er hier nicht genutzt. Man könnte auch sagen, eine PR-Möglichkeit, die er ungenutzt gelassen hat an der Stelle.
Ja, ich will es an der Stelle sozusagen den griechischen Text erst einmal beenden, will aber auf ein paar Worte noch hinweisen, weil das wirklich sozusagen die Originalversionen sind. Einmal in Rot ist hier angedeutet, Sie sehen hier Mu, Alpha, Gamma, Omega, Iota, das sind unsere Sterndeuter. Und das können Sie fast direkt übersetzen. Magoi, wenn ich das so vorlese, so ein bisschen platt, das ist also Magier, da steht nichts von Königen oder sowas da, sondern Magi ist eigentlich sozusagen die Übersetzung, die man an der Stelle braucht. Auch das Wort werden Sie, selbst wenn Sie kein Griechisch können, ziemlich schnell übersetzen können. Ja, Alpha, Sigma, Tau, Epsilon, Rho, Alpha, Astera. Das ist Sterne, Astronomie, Astrologie und so weiter, kommt daher. Also das ist das Wort sozusagen, wo der Stern bezeichnet wird. Und der kommt eben hier einmal vor, hier, hier und hier. Viermal kommt er vor. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, der mit dem Stern zusammenhängt. Das ist das, was hier in Orange dargestellt ist, Ente Anatolé. Das kommt zweimal vor. Das ist sozusagen, dass dieser Stern im Osten, so wird es gerne übersetzt, sozusagen im Osten aufgegangen ist. Das Ente Anatolé kommt zweimal vor. Hat also offensichtlich irgendwie für den Autor eine gewisse Bedeutung, dass er das sozusagen zweimal an der Stelle erwähnt in Bezug auf den Stern. Also für die Geschichte mit dem Stern ist das sicherlich ein relevanter Teil. Jetzt machen wir weiter. Matthäus haben wir jetzt abgehakt. Wie schaut es aus bei Lukas? Nun ja, im Lukas-Evangelium ist die Geburt sehr detailliert dargestellt. Da ist der Teil, den Sie jetzt vielleicht schon vermisst haben, mit den Schäfern und mit den Engeln und so weiter, der kommt bei Lukas vor. Aber es kommt überhaupt keine Magier, keine Heiligen Drei Könige oder was auch immer vor. Und es kommt auch kein Stern von Bethlehem vor. Da muss ich Ihnen also jetzt nichts groß erzählen. Und in den weiteren Evangelien ist es sogar noch krasser. Da gibt es überhaupt keinen Bezug zur Geburt von Jesu. Die fangen alle erst später an, wenn Jesus schon deutlich älter ist. Viermal kommt das Wort Sterne vor und ausschließlich im Matthäus-Evangelium. Also, das ist etwas zur Quellenlage. Es gibt aber trotzdem noch in anderen Texten aus der Zeit Hinweise auf den Stern von Bethlehem. Es gibt zum Beispiel das Proto-Evangelium von Jakobus, das ist eine sogenannte apokryphe Schrift, die ist nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen worden, aber da steht auch der Stern von Bethlehem drin. Und wenn Sie das lesen, dann würden Sie sagen, das könnte ein Plagiat sein, da hat jemand bei Matthäus abgeschrieben oder vielleicht auch umgedreht, wer weiß. Aber ich sage jetzt mal so, das ist textlich so nah beieinander, dass das quasi mehr oder weniger ja, eine fast schon 1:1 Kopie ist. Aber immerhin, es wird dort erwähnt. Dann hatte ich schon erwähnt, dass es eine Stelle im Alten Testament gibt, wo ein Stern eine Rolle spielt, aber auch wenn Sie sich das angucken, hier steht der Text, das ist jetzt nicht unbedingt so direkt das, was man mit dem Stern von Bethlehem eigentlich erwarten würde. Ich sehe ihn, doch nicht jetzt, ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel. Vielleicht macht es ja klar, wieso Matthäus da keine entsprechende Erwähnung dann des Sterns oder keinen Bezug dazu genommen hatte. Okay, also, das ist die Ausgangslage. So viel Information haben wir eigentlich in der Bibel über den Stern von Bethlehem. Gucken wir uns mal an, wie die Quelltexte eigentlich wirklich aussehen, wo die wirklich herkommen, aus welcher Stelle oder welcher Zeit die eigentlich kommen. Der erste Punkt ist, dass die Bibeltexte eigentlich lange Zeit nur mündlich überliefert wurden. Die frühesten Evangelientexte, die wir heute vorliegen haben, stammen aus einer Zeit ab 300 nach Christus. Das ist der Codex Vaticanus und der Codex Sinaiticus. Es gibt also den einen im Vatikan, der andere in Leipzig. Der Herr von Tischendorf hat da, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einiges gefunden in dem Katharinenkloster in Sinai. Das sind die ältesten Texte, also 300 nach Christus, 300 ungefähr, nachdem die Geschichte passiert ist, um die es geht mit dem Stern, sind die ältesten Texte, die wir haben. Und die sind sicherlich über lange Zeit dann erstmal eben mündlich weitergegeben worden. Also überlegen Sie sich mal, wie das sozusagen heutzutage wäre, wenn Sie jetzt irgendwas niedergeschrieben hätten, was die letzten 300 Jahre nur mündlich berichtet worden ist, aus dem Jahr 1700. Können Sie sich sicherlich ein schönes historisches Ereignis vorstellen, so ungefähr um die Zeit, und wie glaubwürdig das Ganze dann ist. Das muss man also mit bedenken und mit sozusagen mit einfließen lassen an der Stelle. Wir können noch ein Stück weitergehen. Wir können uns mal überlegen, wann denn eigentlich die Evangelien geschrieben worden sind. Da gibt es auch einige Forschungsarbeiten dazu. Im Wesentlichen stammen die aus einer Zeit ab, ich sage jetzt mal, 64, 65 nach Christus.
zumindest jetzt die Texte der ersten drei Evangelien, die für uns vielleicht für den Stern von Bethlehem da halbwegs in Frage kommen. Johannes Evangelium ist eh immer etwas anders zu sehen und ist deutlich später. Also das Markus Evangelium, das man dem Umfeld von Petrus zuweist, stammt aus dem Zeitraum ungefähr von 64 bis 67 nach Christus. Ich nehme jetzt hier mal Zahlen aus dem Buch Star of Bethlehem von Kitscher an der Stelle. Da mag man diskutieren, ob diese Zahlen exakt stimmen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt sicherlich halbwegs wieder, wann diese Texte niedergeschrieben worden sind. Also deutlich nachdem das Ereignis stattgefunden hat, vom Geburt Jesu Christi. Das Lukas-Evangelium 85 nach Christus, das Matthäus-Evangelium, das einzige, in dem der Stern überhaupt vorkommt, ungefähr 90 nach Christus. Also wirklich sehr viel später nach dem Ereignis. Wir werden garantiert dort keinen Augenzeugenbericht mehr haben, von dem der es niedergeschrieben hat. Das ist mit Sicherheit nicht mehr der Fall. Und wenn es 90 zum ersten Mal geschrieben worden ist, 90 nach Christus, dann hat es noch 300, also bis 300 nach Christus gedauert, bis der Text, den wir heute haben, sozusagen vorliegt. Das können ja auch nochmal Kopierfehler oder was auch immer gegeben haben dann an der Stelle. Also, das ist einfach zu bedenken, wenn man diesen Text versucht weiter zu interpretieren. Ja, der Matthäus ist wichtig. Wer war denn der Matthäus, der das niedergeschrieben hat? Lange Zeit haben wir wirklich geglaubt, es könnte sogar der Apostel Matthäus sein. Davon geht man eigentlich heute nicht mehr aus, weil man schlicht und ergreifend unter anderem keine Textfunde auf Hebräisch bis heute gefunden hätte. Und man hätte das erwartet, dass das auf Hebräisch geschrieben worden wäre. Man vermutet einen späteren Autor und auch mit Sicherheit keinen der Apostel, der sich dahinter verbirgt. Ganz einfach, weil im Matthäus-Evangelium, das später geschrieben worden ist als das Markus-Evangelium, sehr viele Textähnlichkeiten sind zu dem, was im Markus-Evangelium stand, also im früheren. Also auf gut Deutsch, ein Apostel wird nicht von einem Nicht-Apostel abschreiben. Und aus dem Grunde oder mit dieser Argumentation kann man schon mal davon ausgehen, dass das sozusagen sicherlich nicht der Apostel selber war. Es wird auch in der Literatur diskutiert, ob es möglicherweise noch eine gemeinsame Quelle gibt für alle diese Texte, die man heute noch gar nicht gefunden hat. Quelle Q, ganz ominös als Rätsel, wird so ein bisschen bezeichnet, auf die diese Texte, diese ersten drei Evangelien, die sehr ähnlich sind, vielleicht sogar zurückgehen könnten. Vielleicht ist es so, aber auch da gibt es keine wirkliche Quelle an der Stelle. Ja, wie sicher sind die Quellen? Da machen wir jetzt nochmal ein kurzes Experiment mit Ihnen. Wir haben ja schon gehört, also es ist auf jeden Fall niedergeschrieben, ich sage jetzt mal 90 Jahre nach dem Ereignis, nach dem potenziellen Ereignis, dass man den Stern gesehen hat. Wie gut könnten eigentlich solche Überlieferungen sein? Wie gut funktioniert das eigentlich? Wir hatten hier einen Riesenhype bei der totalen Sonnenfinsternis in Deutschland. Sicherlich ein Hype, der erheblich größer war als der zur Geburt Jesu Christi. Und ich würde Sie jetzt einfach ganz gerne nur mal fragen, ein paar Abschätzungen, dann würde ich Sie einfach um Kommentare bitten. Ist auch wiederum nicht als Prüfung gemeint, um Gottes Willen, sondern einfach bloß mal, um zu sehen, wie klar und eindeutig dann da die Erinnerung ist von etwas, wo wir wirklich sehr deutlich wussten, wie es ablief. Und zwar einmal, wann denn eigentlich die Sonnenfinsternis stattfand, die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland, und wie lange sie gedauert hat. 11.8.99, andere Daten, ist schon sehr genau, ja. Und wie lange hat die Sonnenfinsternis gedauert? Könnte ich sagen, schlechtes Wetter haben wir auch zum Teil gehabt. Dann, also insofern war es dann vielleicht die Wahrnehmung möglicherweise anders. Also Sie sind sehr gut. Datum passt perfekt eigentlich. In der Tat, typischerweise, wenn ich diese Frage stelle, ist es so, dass schon viele sich an die Sonnenfinsternis erinnern, aber die dann auch ungefähr, ich sage jetzt mal um 2000 bis 90er noch einordnen können. Aber das schwankt oft deutlich, deutlich. Vielleicht ist es auch so, dass sie jetzt erstmal nur die gemeldet haben, die es wirklich genau gewusst haben. Und die anderen können mal selber überlegen, wie nah sie daran gewesen wären, an dem genauen Datum. Ja, und die Sonnenfinsternis selber hat in der Tat 2 Minuten gedauert. Man hätte sie 2 Minuten total verfolgen können, wenn das Wetter irgendwie gut mitgespielt hätte. Hatte es ja an den wenigsten Orten in Deutschland selber. Maximal kann eine Sonnenfinsternis eben ein paar Minuten länger dauern. Länger als 10 Minuten geht nicht physikalisch. Also da ist immer jenseits von Gut und Böse. Das wird sozusagen nicht möglich sein. Trotzdem ist natürlich die subjektive Fähigkeit, sich daran zu erinnern, wie eindrücklich das Ereignis ist und so weiter, das ändert eben auch durchaus unsere Wahrnehmung und erst recht, wenn das Ereignis dann lange zurückliegt. Also auch das muss man eben bedenken, wenn man es jetzt mit solchen Texten zu tun hat. Okay, gucken wir uns das Umfeld einmal ein bisschen genauer an. Ich will es jetzt nicht mit allen Zahlen da langweilen, aber ein paar Zahlen sollten wir uns doch angucken, um zu wissen, in welcher Zeit das Ganze spielt. Also Rom wird eine gewisse Rolle spielen und diese typische Zahl 753, Rom schlüpft aus dem Ei, so habe ich das mal im Lateinunterricht gelernt, da ist also diese mythische Gründung Roms anzusiedeln.
Machen wir mal einen großen Sprung. Ganz wichtig war natürlich für die Region Palästina auch letztendlich der Einfluss, der von den Griechen kam. Letztendlich die Eroberung durch Alexander den Großen, da sind wir also bei 330 vor Christus. Vorder- und Mittelasien wird zu diesem Zeitpunkt griechisch. Ja, jetzt gehen wir nochmal einen größeren Sprung, 150 Jahre, ein bisschen mehr als 150 Jahre weiter. Dann haben wir den dritten Punischen Krieg, in dessen Ende dann auch Griechenland römische Provinz wird. Nochmal ein bisschen später, da haben wir dann schon Caesar, wird Syrien römische Provinz. In dem Zeitraum dann, also nach Caesars Ermordung, 31 vor Christus bis 14 nach Christus, haben wir den Kaiser Augustus. Geburt Jesu habe ich jetzt erstmal hier sehr charmant in einem relativ großen Zeitraum, in einem relativ sicheren Zeitraum mal verortet, 10 bis 1 vor Christus. 1 vor Christus ist übrigens, also Germanien sind wir, römische Provinz geworden. 6 bis 7 nach Christus war Quirinius Statthalter in Syrien, den werden wir auch nochmal kennenlernen. Der Kaiser Tiberius, der im Zusammenhang mit dem Tod von Jesus erwähnt wird in der Bibel, regierte von 14 bis 37 nach Christus. Etwas später unter Claudius haben dann die Christenverfolgungen begonnen. Und noch ein weiterer Punkt ist vielleicht, dass 73 nach Christus wird Judäa dann auch römische Provinz. Und nochmal einen großen Sprung weiter wird dann, also fast schon um 400 nach Christus, dann Christentum, Staatsreligion, 313 war Konstantin. Und wie gesagt, um 380 dann, das Christentum wird Staatsreligion und dann fangen dann die Christen an, die anderen zu verfolgen. Es dreht sich dann eben entsprechend ein bisschen. Also das ist die historische Einordnung, wenn man sich die Zahlen sozusagen ganz grob eigentlich anguckt. Kommen wir jetzt mal zurück, wenn wir uns diesen Stern von Bethlehem noch einmal ein bisschen genauer angucken wollen und betrachten wollen, wie man es mit dem sozusagen, was man mit dem zu interpretieren hat. Oft ist es ja so, und viele erinnern sich an dieses Bild von Giotto di Bondone, dass eben dort der Stern als Komet dargestellt wird. Das werden wir uns auch nahe gleich nochmal sehen, ob das eine sinnvolle Interpretation ist. Ich möchte aber erstmal die ganz prinzipiellen Ansätze, die man da sozusagen haben kann, bei dem Fall Weihnachtsstern mal angucken. Welche Ermittlungsansätze gibt es? Welche ganz prinzipiellen Zugänge? Erste Möglichkeit ist, das Ganze ist eigentlich nur ein bisschen salopp ausgedrückt ein Märchen. Ist im Prinzip eigentlich nur alles geschrieben, damit man eben Prophezeiungen aus dem Alten Testament mehr oder weniger irgendwie da vielleicht berücksichtigt. Letztendlich geht es beim Stern nur um PR-Gründe. Man erhöht sozusagen die Bedeutung der Evangelien und auch die Geburt Jesu Christi, indem man einfach astrologische oder astronomische Bezüge, also Bezüge aus dem Himmel, mit dazu nimmt. Wäre ein ganz prinzipieller Zugang. Da muss ich mich als Astronom oder als Physiker nicht drum kümmern, weil dann macht das auch keinen Sinn. Zweite Möglichkeit, ganz prinzipiell, in die man die denken könnte, es gab ein richtiges, reales astronomisches Ereignis, das in der Bibel eben beschrieben ist. Und dann interessiert mich natürlich als Astronom, was könnte es denn gewesen sein? Könnte man das irgendwie rausbekommen, auch wenn wir heute gut 2000 Jahre danach uns damit auseinandersetzen. Wir werden sehen, dass eine ganze Menge Astronomen sich damit auseinandergesetzt haben, ganz intensiv, insbesondere Kepler, der vielleicht die bis heute am weitesten verbreitete Interpretation dazu geliefert hat. Die dritte Möglichkeit, diese Texte zu lesen, ist, diese Texte nicht sozusagen als einen wissenschaftlichen Bericht zu lesen oder als einen Bericht über ein naturwissenschaftliches Ereignis, sondern rein als historisches Zeugnis heute zu betrachten und sich anzugucken. Dann ist es ganz wichtig, dass man versucht herauszubekommen, wie man denn damals mit dem antiken Verständnis des Matthäus-Evangelium und diese Geschichte des Sterns gelesen hätte. Das ist natürlich generell ganz sinnvoll, dass man versucht, den Text von vor 2000 Jahren so zu lesen, wie er vor 2000 Jahren verstanden worden wäre. Das sollte man natürlich generell natürlich tun, aber man kann das Ganze natürlich nur als ein solches historisches Zeugnis ansehen. Und last but not least gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass das alles ein übernatürliches Ereignis ist, das überhaupt nichts mit unserer normalen Welt zu tun hat, mit unserer physikalischen Welt. Und es ist wirklich sozusagen entsprechend ja, instand gesetzt oder auf den Weg gebracht worden, um eben die Geburt Jesu zu würdigen. Es entzieht sich damit möglicherweise jeglicher modernen wissenschaftlichen Analyse. Manche würden vielleicht dann sogar, wenn sie dem anhängen, auf die Idee kommen, dass es eigentlich schon fast Blasphemie ist, sich damit auseinanderzusetzen. Dass ich das als Naturwissenschaftler natürlich nicht so sehe und dass mich das nicht interessiert, ist, glaube ich, klar.
Schauen wir uns nochmal die Informationen zum Weihnachtsstern an, wenn wir uns ein bisschen genauer uns angucken wollen. Was haben wir drin? Magier sehen den Stern im Osten. Das steht da einmal drin. Dann begeben sich die Magier nach Jerusalem. Sie informieren Herodes über den Stern. Sie folgen dann den Stern nach Süden, nach Bethlehem. Und dort steht der Stern dann still über den Geburtsort von Jesu. Gucken wir es uns mal an. Also, wo sind wir da? Jerusalem ist hier. Bethlehem ist wirklich 20 Kilometer südlich ungefähr, also ungefähr südlich. Wenn man so ein bisschen weiter guckt, also wo viel Astronomie in der Antike betrieben worden ist, war auch Babylon. Also wenn man, wie man es oft annimmt oder gerne annimmt, vielleicht diese Weisen, diese Sterndeuter aus Babylon kommen, dann müssen die also ungefähr 1000 Kilometer hier bewegt haben, gereist sein nach Jerusalem, eben zu Herodes. Das ist so die geografischen Randbedingungen, mit denen sie sich damals auseinandersetzen mussten, wenn das sozusagen passt. Was sind Anforderungen, die so ein Himmelsphänomen Weihnachtsstern denn erfüllen müsste, wenn es denn ein astronomisches ist? Na, es sollte spektakulär sein, aber eben nicht zu spektakulär. Warum? Spektakulär dahingehend, dass die Magier sich auf den Weg machen. Ja, wenn es für die sozusagen kein irgendwie relevantes Ereignis ist, dann würden sie auch nichts unternehmen, wenn ich den Text ernst nehme. Es darf aber nicht zu spektakulär sein, weil Herodes nichts vom Weihnachtsstern wusste und es nicht mitbekommen hat. Das ist zum Beispiel sehr schwierig, wenn wir da an einen Kometen oder sowas denken würden. Der ist halt einfach spektakulär. Wer von Ihnen, ich frage jetzt nicht, wann der letzte große Komet hier zu sehen war, wäre auch in den 90er Jahren gewesen und so mancher, der hier ist, hat es vielleicht wirklich nicht so ganz bewusst erleben können. Wer das gesehen hat, weiß, dass man sowas nicht übersieht. Wenn man es sehen kann, dann ist es klar. Also, spektakulär, aber nicht so spektakulär muss das Ereignis sein. Es muss in der Region beobachtbar sein. Es muss hinreichend lange stattfinden. Wir reden da von Monaten. Aufgrund der Tatsache, dass die Magier sich ja von irgendwoher, gehen wir mal von Babylon aus, auf den Weg machen, Reisevorbereitungen treffen, nach Jerusalem kommen und dann sozusagen ihren Aufenthalt in Jerusalem haben. Das macht man nicht so wie heute in einem Tag im Auto, sondern es war eben, selbst mit einem schnellen Kamel hat es einen Monat gedauert, sage ich jetzt mal, die ganze Reise. Also das war schon etwas, was eher über Monate laufen muss und jetzt nicht in ich sage jetzt mal, Tagen vorbei sein kann. Ja, und dann muss dieses Himmelsphänomen noch was ganz anderes machen. Es muss einen Ort bezeichnen. Es steht über einem Ort, so steht es in der Bibel drin. Und es bewegt sich, es zieht vor den Sterndeutern her, so steht es in der Bibel drin. Das muss auch dieses himmlische Phänomen machen. Wir haben also eine ganze Menge Informationen eigentlich drin. Also wir werden diese Aspekte uns nachher nochmal angucken. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen näher einzugrenzen. Wenn wir rausbekommen wollen, was es ist, dann spielt es ja vielleicht eine Rolle, rauszubekommen, wann Jesus eigentlich geboren ist. Dann könnte man mit modernen astronomischen Programmen mal zurückrechnen, zumindest manche Himmelsereignisse sich angucken. Was wissen wir eigentlich über die Geburt von Jesu? Na, das Erste ist ganz klar, Jesus ist im Jahre 0 geboren. Ja, 0 nach vor Christus oder wie auch immer, oder 1 oder vor oder nach Christus, ist so die schnelle Antwort. Es ist ja entsprechend die Zeitzählung so gemacht worden. Nun, das ist so gar nicht richtig, denn die christliche Zeitrechnung ist erst sehr spät eingeführt worden, also in heutiger Notation, im Jahr 525 nach Christus, durch Dionysius Exiguus. Der hat diese Rechnung, sozusagen diese alte römische Rechnung, die von der Stadtgründung 753 ausging, umgerechnet auf Christi Geburt und hat versucht, das halt so hinzupuzzeln, dass das passt. Er kannte aber zum Beispiel nicht die Null. Ja, also das Jahr Null gibt es nicht. Das wäre sozusagen das eigene Geburtsjahr nach mathematischem Sinne. Kannte er nicht damals. Ist nicht wirklich schlimm, aber ist halt so, dass es eins nach Christus gibt und dann springen wir zu eins vor Christus. Also jeder, der ein Computerprogramm schreibt und versucht, das umzusetzen, hat, ärgert sich da tierisch drüber, weil die Rechner natürlich immer die Null mitrechnen müssen. Das werden Sie auch nahe sehen, wenn ich Ihnen ein bisschen was zeige über den Sternenhimmel, dass der Rechner dann immer das um ein Jahr versetzt, weil er das Jahr Null mitgerechnet hat. Okay, das ist nicht schlimm, ist halt blöd, aber es ist nicht schlimm. Was wirklich aber ein Fehler war, ist, er hat schlicht und ergreifend einen Teil der Zeit von Kaiser Augustus, Octavian, unterschlagen, nämlich seine Regentschaft, als er noch nicht Kaiser war. 4 Jahre fehlen. Das wusste man damals schon. Hat man damals schon rausbekommen, als er seine Zeitrechnung aufgesetzt hat, dass das ein Fehler ist. Man hat es aber nicht korrigiert, Gott sei Dank vielleicht. Also ich vermute mal, man hatte damals den Verdacht, wenn das verkehrt ist, dann gibt es vielleicht auch noch andere Fehler. Und dann haben wir dann zum Schluss 3 oder 4 verschiedene Zeitrechnungen, die sich dann um 1-2 Jahre oder sowas dann jeweils verschieben. Also der Fehler ist drin.
Das heißt aber schon, dass wir schon einen Versatz haben. Ja? Selbst wenn wir glauben würden, dass sozusagen eins vor Christus die richtige Zeit wäre, müsste ich diese 4 Jahre noch entsprechend mit dazu rechnen. Also ich kann nicht sagen, eins vor oder eins nach Christus ist aufgrund dieser Definition der Geburtszeitraum. Was haben wir denn noch an Informationen über Jesu Geburt oder um die einzuordnen? Ja, wir wissen, dass Herodes der Große in Judäa regiert. Dann haben wir eine Information aus dem Matthäus-Evangelium, die Ermordung der Kinder bis 2 Jahre. Dann im Lukas-Evangelium steht ein Statthalter in Syrien, der die Zählung gemacht hat, der Quirinius. Und dann, damit fangen wir jetzt erstmal an, könnte man natürlich auch den Tod Jesu nehmen, wenn ich weiß, wann er gestorben ist und wie alt er da war, kann ich ja zurückrechnen, wann es ungefähr war. Okay, versuchen wir das mal von hinten aufzuziehen. Die öffentliche Aktivität beginnt mit circa 30 Jahren, das steht im Lukas-Evangelium, ab dem 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Dann hat er eine circa 3-jährige Aktivitätsphase bis zur Kreuzigung, gibt dann ungefähr einen Todeszeitraum von 30 nach Christus. Die Kreuzigung wird begleitet von einer 3-stündigen Finsternis, Sonnenfinsternis sagen manche. Jetzt habe ich Ihnen aber vorher schon erzählt, 3 Stunden Sonnenfinsternis ist schwierig, geht nicht, klappt nicht. Aber es ist durchaus interessant anzumerken, dass es durchaus eine Sonnenfinsternis in der Region gab, und zwar am 24. November 29 nach Christus. Also es kann durchaus sein, dass das jemand erlebt hat, dass es ihn sozusagen so geprägt hat, dass er das irgendwie miteinander verbunden hat. Wäre durchaus aus meiner Sicht eine plausible Vorstellung. Natürlich hat auch diese Sonnenfinsternis nicht 3 Stunden gedauert. Wenn ich jetzt mal das alles zusammennehme, dann komme ich um eine Geburt, ganz grob, das ist natürlich nur eine grobe Schätzung, von 4 bis 5 vor Christus, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Jahre davor. Das ist zumindest dann auch schon mal ganz gut in Übereinstimmung mit diesen 4 Jahren, die fehlen bei, aufgrund der Zählung, der Fehler von Dionysius Exiguus. Also, Christus ist vor Christus geboren. Das ist schon mal auf jeden Fall klar. Dann, Herodes ist eine sehr bekannte historische Persönlichkeit. Den gab es wirklich, den Herodes, den Großen. Der hat ja wirklich vieles gemacht. Der hat den Tempel zum Beispiel erneuert. Es gibt auch entsprechende Münzen etc., wo er dargestellt worden ist. Den gab es also wirklich. Also da gibt es eigentlich kein Vertun. Das ist also wirklich ein guter historischer Anhaltspunkt. Es wird auch erwähnt, dass er gestorben ist oder dass unmittelbar um seinen Tod herum eine Mondfinsternis stattgefunden hat. Und da kann man nachrechnen, wann waren Mondfinsternisse in der Zeit. Tat gab es da 2, 4 vor Christus, 1 vor Christus, die da in Frage kommt. Und heute wird eigentlich mehrheitlich 4 vor Christus für den Tod von Herodes sozusagen angenommen, dass das sozusagen dann auch nochmal ein Datum gibt, wo wir wissen, okay, also Jesus Christus kann nicht später geboren sein, weil Herodes eben noch gelebt haben muss. Es passt auch damit, dass wir sagen, Jesus Christus ist vorher, vor 4 vor Christus geboren. Wenn ich jetzt noch die Ermordung der Neugeborenen mit reinnehme, bis 2 Jahre, dann wird sich sozusagen die Geburt, also wenn ich annehme, dass Jesus Christus da zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre hätte sein können, dann geht es sozusagen bis 6 vor Christus zurück, die eigene Geburtsphase, oder eventuell ein bisschen früher, wenn ich sozusagen diesen Textstelle noch mit reinnehme. Damit kann ich schon ein bisschen weiter einengen, welchen Zeitraum ich dann eigentlich habe. Kommen wir zu dem Quirinius, Statthalter in Syrien. Wir kennen die Statthalter, die dort im Bereich Judäa regiert haben. Das war 9 bis 6 vor Christus, Sentius Saturnius, 6 bis 4 vor Christus, Quintilius Varus. Das ist in Anführungszeichen unser Varus, der die Varusschlacht verloren hat in Germanien etwas später. Und es gibt einen Quirinius, 6 bis 7 nach Christus. Das ist so bombenfest historisch, diese Phase, dass man weiß, da gibt es wieder ein Problem mit den verschiedenen Namen. Da sind vielleicht die Quellen nicht ganz exakt, ja, oder beschreiben exakt historisch genau ein Phänomen. Weil es ist sicherlich klar, dass der Quirinius, der hier beschrieben ist, nicht derjenige sein kann oder nicht sozusagen zu dem Zeitpunkt dort geherrscht hat, als Jesus geboren war. Da war Herodes schon lang tot beispielsweise. Und Zählungen gab es unter Saturnius und Varus in der Region nicht. Also, das wahrscheinlichste Zeitfenster für Jesus' Geburt ist irgendwo zwischen 7 vor Christus und 5 vor Christus, wenn ich diese Texte mal hier so lese. Wir können uns einen Geburtstag nochmal angucken, da wird es eigentlich auch sehr interessant. Seit 336 wird der 25. Dezember dafür benutzt und der ist ziemlich sicher nicht der Geburtstag. Also unser Weihnachtsfest ist nicht wirklich der Tag, an dem Jesus geboren ist sozusagen. Eine hohe Motivation könnte sein, dass es das römische Fest Sol Invictus am 25.12. gab und dass man schlicht und ergreifend halt versucht hat, mit dieser mehr oder weniger willkürlichen Festlegung
halt auch ein bereits vorhandenes Fest mit zu übernehmen und mit reinzunehmen. Hat dann auch natürlich damit am Maria Empfängnis in den März gelegt mit dem entsprechenden Datum. Plausibel, wenn man sich die Texte wiederum ernst nimmt in der Bibel, das Lukas-Evangelium in dem Fall, ist eher Frühjahr, März, April, weil dort die Schäfergeschichte, also im Lukas-Evangelium steht. Und die Schäfer sind eigentlich nur draußen, wenn sie sich um die Lämmer kümmern müssen. Und die wären eigentlich nur im Frühjahr sozusagen dann draußen im Normalfall. Da benötigen dann die Schafherden den entsprechenden Schutz, sodass März, April durchaus eher die Phase ist, die den Geburtstag irgendwie wiedergeben sollte. Aber es werden in der Literatur auch wirklich ganz andere Jahreszeiten vorgeschlagen. Also was man vielleicht wirklich sagen kann, ist, also unser 24.12. oder die Ecke ist sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn man wirklich glaubt, dass es wirklich ein ernsthafter Geburtstag ist. Aber ich glaube, das würde auch nicht allzu viele wirklich genau annehmen. Ja, gehen wir mal weiter. Was wissen wir über die Magier? Wir feiern das zwar groß, haben einen schönen Feiertag, ist auch gut so. Wir haben sogar Reliquien von ihnen, zum Beispiel die Kölner freuen sich da und sind sehr stolz drauf. Und sie sind oft so dargestellt, ja, wie es hier ist, ja, also mit den Geschenken und drei Magier. Aber was wissen wir eigentlich von denen? Wie viele Magier sind gekommen? Haben Sie da irgendwas in dem Text von der Bibel gehört, wie viele das sind? Da steht nirgends, dass es drei sind. Woher kommen sie? Keine Information dazu vorhanden. Sind sie gemeinsam gereist? Weiß man nicht. Wer waren sie? Naja, Könige waren sie nicht. Sterndeuter, diese Magoi halt. Das steht im Text drin. Das kann man sozusagen da entsprechend annehmen. Also es ist auch da die Informationsquelle wirklich sehr dünn. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Gehen wir mal den Stern ein bisschen genauer an. Wie bewegen sich denn eigentlich Dinge am Himmel im Regelfall? Gucken wir uns mal die Sonne an. Also ist so, dass sie im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Viele Sterne, nicht alle, aber viele Sterne machen es letztendlich genauso. Ja, nachts, wenn sie da gucken, gehen eben im Osten auf. Und weil sich die Erde dreht, ist eben diese scheinbare Bewegung des Himmelsfirmaments so, dass sie halt dann im Westen untergehen. Das ist eine ziemlich eindeutige Bewegung, die eigentlich immer bei den meisten Objekten, bei den meisten kosmischen Objekten so ist. Übrigens wäre es auch bei einem Kometen so, wenn ich den sehe. Und wenn der sich nicht ungeheuer schnell bewegen würde, also sprich innerhalb weniger Stunden bewegen würde, dann bleibt er auch für eine gewisse Zeit mehr oder weniger am Himmel stehen und mit unserer Drehung der Erde würde der auch in der Osten aufgehen, im Westen untergehen, im Regelfall. Ich will jetzt nicht auf Komplikationen da eingehen, aber im Prinzip ist es so. Aber wenn sich sozusagen die Objekte so bewegen müssen, weil sich die Erde eben so ungeheuer gleichmäßig dreht, wie kann denn dann überhaupt ein himmlisches Ereignis auf einen Ort verweisen? Das ist schon sehr schwierig, weil diese Bewegung sozusagen sehr, sehr allgemein ist. Da muss noch was dazukommen, von dem in der Bibel eigentlich überhaupt nichts steht, wie das eigentlich funktionieren muss. Wenn ich jetzt einen genauen Zeitpunkt definiere, dann kann ich ja vielleicht von einem Untergang von einem Stern oder sowas dann sagen, ah, okay, der deutet jetzt von meiner Sicht aus gesehen auf irgendetwas, was in einer bestimmten Richtung ist. Aber das müsste dazustehen. Also bloß allein durch die eigene Position reicht es nicht aus. Insofern ist auch eine der ältesten Ideen, was eigentlich der Stern sein könnte, eigentlich sicherlich nicht sehr sinnvoll. Das ist also jetzt eine Möglichkeit, eine Meteorerscheinung sozusagen zu sehen. In der Tat schaut es ja so aus, als ob da so quasi wie ein Pfeil irgendwo auf irgendeine Position auf der Erde etwas deutet. Wer schon jemals eine Sternschnuppe gesehen hat, über einen gewissen längeren Zeitraum weiß, dass das durchaus so aussieht, dass man aus der Position, von der man gerade ist, das verlängern kann und dann entsprechend was sehen könnte. Nur das ganze Ereignis dauert, wenn es hochkommt, ja, wie lange, ein paar Sekunden maximal. Also nicht die Monate, die wir brauchen, um den Stern von Bethlehem zu haben. Also kommt das gar nicht in Frage. Komet kommt aus denselben Gründen nicht in Frage, weil der letztendlich auch nicht wirklich eine Position sehr genau darstellt und anzeigt, sondern sich natürlich auch aufgeht und untergeht mit der sozusagen Drehung des Sternhimmels, die man eigentlich dann sehen würde. Mal ganz davon abgesehen, dass er zu spektakulär wäre, als dass es Herodes nicht bemerkt hätte. Ja, da sehen wir nochmal einen Kometen, Hale-Bopp 97, ist wirklich sehr spektakulär. Also wenn sowas Fantastisches ist, dann würde man das nicht übersehen. Eine sehr spannende Idee gab es von Johannes Kepler bereits dann. Also da sind wir jetzt dann Anfang des 17. Jahrhunderts. Johannes Kepler ist derjenige, der als erster sozusagen die Planetenbewegungen erklärt hat. Und deshalb mag es einem auch nicht verwundern, dass er auch auf die Idee gekommen ist, vielleicht war sogar der Stern von Bethlehem, hat ja irgendwas mit Planeten zu tun, mit einer besonderen Konstellation. Er war auch der Erste, der es mehr oder weniger wirklich ja, sozusagen mit heutigem Blick sehr genau zurückrechnen konnte, weil er die Bahnen eben sehr genau verstanden hat. Und er
hatte die Idee, dass vielleicht besondere Positionen, relative oder scheinbare Positionen der Planeten da eine gewisse Rolle spielen können. Also wenn sich die zum Beispiel scheinbar am Himmelszelt relativ nahe kommen. Das ist sozusagen so ein Aspekt, den er durchaus für sehr plausibel gehalten hat in Bezug auf seine Berechnungen. Also er hat ausgerechnet, dass im Jahr 7 vor Christus nämlich eine ganz spannende Konstellation gegeben hat, eine sogenannte Mehrfach- oder eine Konjunktion, genauer gesagt, zwischen Jupiter und Saturn. Das sind zwei sehr helle Planeten, die Sie auch, wenn Sie sie sehen können, sehr deutlich mit bloßem Auge sehen werden. Und die sind sich im Jahr 7 vor Christus dreimal sehr nahe gekommen. Und wenn man das jetzt versucht zu interpretieren, also die ihnen auch eine gewisse astrologische Bedeutung gibt, und ich werde es noch öfters heute sagen, der Astrophysiker sagt nicht, die Astrologie ist sinnvoll, um Gottes Willen, aber wenn ich es jetzt mit den Augen der Leute damals sehen will, dann haben einfach diese Objekte eine gewisse Bedeutung und hat auch diese Annäherung von Objekten, denen ich eine gewisse Bedeutung auflade, auch eine erhöhte Bedeutung. Und dann spielt eben so eine Konjunktion durchaus eine gewisse Rolle. Wie das Kepler sozusagen interpretiert hat, werden wir später auch nochmal ganz gut sehen. Also diese Konjunktion, diese Bewegung der Planeten Jupiter und Saturn und diese Begegnungen fanden da im Sternbild Fische statt. Und das war seine Interpretation, dass das Ereignis vielleicht sogar sein könnte, das in der Bibel beschrieben ist. Das also so besonders ist, dass es die Experten wahrnehmen, aber vielleicht doch nicht so riesig ist, dass es Nicht-Experten interessiert es vielleicht nicht genau. Ich meine, ob Sie jetzt genau wissen, wie jetzt gerade die Konjunktionsstellung von Jupiter und Saturn ist, weiß ich nicht. Ja. Also es wird im Normalfall nicht so eine große öffentliche Resonanz haben. Ja, gucken wir uns mal die astronomische Situation an. Ich spinne da gleich mal ein bisschen. Ich will Ihnen erstmal ein bisschen erklären, was Sie nachher sehen werden, ein bisschen genauer sehen werden. Also ich fange erstmal unten an, da sehen Sie das Datum, das eingestellt ist. -6, jetzt eben nicht 6 vor Christus, sondern jetzt müssen Sie die 0 mitrechnen, was ich vorher erwähnt habe. Sind wir also 7 vor Christus im Dezember, 4. Dezember, 7 vor Christus, wären wir da um diese Zeit. Wir werden uns nachher was anderes anschauen. Das Datum selber ist jetzt nicht wirklich interessant an der Stelle, aber das Datum wird nachher hier stehen. Sie sehen hier einen Bereich, der vergleichsweise hell dargestellt ist. Das ist sozusagen der gesamte Himmel, wenn Sie nach oben gucken, den Sie sehen könnten. Und je nachdem, welche Richtung Sie gucken, also hier wäre praktisch die Südrichtung, in die Sie blicken könnten, hier die Westrichtung, hier die Ostrichtung und so weiter, dann könnten Sie sehen, was man da eben am Himmel gerade erkennen kann. Sie sehen auch ein paar Sternbilder da drin, also zum Beispiel hier die Fische, da sind Saturn und Jupiter werden gerade dargestellt, den Mond werden Sie sehen. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen, damit Sie sehen, wie das im ganzen Himmel hier funktioniert. Wir schauen es uns aber nachher für die genaue Interpretation noch einmal speziell an. Ich lasse das jetzt einfach mal die Zeit voranlaufen, also hier sind die Minuten. Die habe ich jetzt angeklickt und die lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen nach vorne laufen, damit wir sehen, wie sich der Sternhimmel im Laufe des Abends in diesem Jahr 7 vor Christus dann ändert. Also ich hoffe, Sie sehen ein bisschen, machen Sie ein bisschen schneller. Sie können es jetzt einfach durchlaufen lassen, kann man mit Planetariumsprogrammen gut durchrechnen. Und dann sehen Sie, wie halt langsam das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, die Objekte gehen im Prinzip, wenn sie sichtbar werden, beginnen sie Richtung Osten und gehen, wenn sie dann untergehen, irgendwo Richtung Westen. Wir werden uns nachher jetzt gleich mal diese Ecke um die Fische noch mal ein bisschen genauer angucken. Sie sehen jetzt praktisch noch mal einen Ausschnitt. Wir schauen uns das Jahr 7 an. Also wir sind jetzt im Januar des Jahres 7 vor Christus. Wir schauen uns praktisch jetzt nur eine Ecke an, wo das Sternbild Fische zu sehen ist. Das lassen wir jetzt mehr oder weniger hier im Zentrum stehen. Sie würden es nicht immer die ganze Nacht über so sehen. Sie werden auch nachher mal sehen, wenn ich es jetzt dann voranlaufen lasse, dass mal die Sonne da durchgeht, weil wir einen ganzen Jahreslauf machen. Ich fixiere es jetzt auch mal auf Sternbild Fische, damit wir uns auf diese Bewegung der beiden wichtigsten Planeten für die damalige Interpretation, Jupiter und Saturn, beschränken können und sehen, wie sich die im Jahreslauf dann verändern würden. Wie gesagt, wenn jetzt mal die Sonne hier durchhuscht, das ist ja prominent, lassen Sie sich aber davon nicht irritieren, gucken Sie einfach nur sich die Bewegung von, vor allem von Jupiter erst einmal an und dann zweite Sache, wo Sie achten sollten, wäre Saturn. Ja, was da immer so ganz schnell durch die Gegend fetzt bei den Tagen, ist dann der Mond, der natürlich dann da immer zur selben Uhrzeit da gewisse Sprünge macht. Wir schauen uns also jetzt praktisch immer den Himmel zu ganz bestimmten Zeiten an. Schauen Sie, wie die Bewegung jetzt von Jupiter ist. Jetzt kommen Sie sich ja nahe, das wäre jetzt sozusagen so eine Konjunktion. So, jetzt bleiben Sie fast stehen. Beide bewegen sich jetzt sogar wieder ein bisschen entgegen der ursprünglichen Richtung. Jupiter kommt ein zweites Mal sehr nah an Saturn scheinbar. Jetzt wird der Abstand wieder größer, jetzt bleibt er wieder stehen. Und
geht es wieder nochmal ein drittes Mal wahnsinnig nah und jetzt geht es wieder so weiter. Das ist also praktisch die normale Bewegungsrichtung, die man auf dem, am Himmel sozusagen sehen würde. Und man erkennt also jetzt, dass Jupiter und Saturn eigentlich die ganze Zeit normale Bewegungsrichtung haben, aber eben auch so Phasen, wo sie dann wieder langsam werden, kurzzeitig so quasi eine Schleife machen, zurückgehen, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Okay, wir schauen uns das nochmal an. Das ist einfach nochmal ein vergrößerter Ausschnitt, damit wir das nochmal ein bisschen besser sehen, wie sich jetzt Jupiter und Saturn hier bewegen. Also achten Sie nochmal drauf, dass die Richtung eben nicht immer dieselbe bleibt. Bei den Planeten hier, bei Jupiter und Saturn, sondern im Wesentlichen geht es immer, ich sage mal, von rechts nach links, aber es gibt so Phasen, wo es genau andersrum ist. Rechts nach links heißt von West nach Ost, jetzt geht es sozusagen Richtung Westen und dann nehmen Sie wieder Fahrt auf in die richtige Richtung, geht wieder da entsprechend weiter. Und wenn Sie gucken, wie das Jahr hier sozusagen läuft, das ist halt so eine Phase über den Jahreslauf mehr oder weniger. Wenn Sie solche Bewegungen kennenlernen wollen oder sehen wollen, dann müssen Sie natürlich ein bisschen Astronomie betreiben. Sprich, Sie müssen aufschreiben, wo die Position der Planeten zu einer ganz bestimmten Zeit ist. Das haben Astronomen damals natürlich schon gemacht, da war auch vieles bekannt, wie das sozusagen abläuft und dass es solche Bewegungen eigentlich gibt. Das ist nichts Besonderes. Nur für sich genommen an einem Tag ist das gar nichts Besonderes. Also wenn Sie da nicht darauf achten, dann würden Sie das gar nicht sehen, dass sozusagen da eine Bewegung der Planeten über den Himmel ist. Sie haben aber gesehen, im Jahr 7 vor Christus gab es also mehrfach Begegnungen von Jupiter und Saturn und das Ganze ist im Sternbild Fische passiert. Wie war denn jetzt die Interpretation, die Kepler damals gegeben hat? Er hat versucht, das Ganze zu interpretieren, quasi à la Babylon, wie man das sozusagen dort gesehen hätte. Und dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Also er hat gesagt, okay, also Jupiter, der größte Planet, wird als König interpretiert, so ist es in Babylon eben gemacht worden. Saturn, das war ein weniger wichtiger Planet, den hat man den Juden zugeordnet in der babylonischen Interpretation. Und die Fische, den hat man Bezug, also eine geografische Position im Sternbild Fische gegeben, einen Bezug zu Palästina. Und die Übersetzung des Ganzen war aus astrologischer Sicht, er hatte da auch seine Astrologie-Experten, er war auch selber Astrologe, also Kepler, war der König der Juden, hier der König der Juden, Bezug zu Saturn, weil die sich da so nahe kommen, wird in Palästina geboren, ja, weil das Ganze in den Fischen passiert. Also Jupiter kommt sehr nah an Saturn ran, das gibt diese Interpretation und das Ganze passiert eben hier sozusagen im Sternbild Fische, der einen Bezug hat zu Palästina. Also, Jupiter selber geht sozusagen bei der ersten, wenn man es sich genau anguckt in der Phase, geht bei der ersten Begegnung, also wo sie ganz nah sind, bei Sonnenuntergang auf im Osten. Also wäre dann wirklich sozusagen im Blick, wenn ich in Babylon dort stehen würde, würde ich dann wirklich im Osten den entsprechenden Aufgang sehen. Wenn man dann über die längere Zeit das Ganze verfolgt, also die Phasen, die Sie jetzt gerade gesehen haben, dann wird man sehen, dass, wenn ich den ganzen Ausschnitt zeige, dass Jupiter dabei immer mehr und mehr dieses Ganze sich in Richtung Süden sozusagen verlagert, wenn man zu einer ganz bestimmten Zeit das Ganze angucken würde, nämlich bei Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, das fand Kepler damals auch plausibel, das wäre die Zeit, zu der man ja gehen würde, man würde nicht in der größten Hitze gehen, sondern man würde vielleicht eher gehen, wenn es am Abend dann kühl wird. Das wäre sozusagen die Phase, wo man gehen würde. Also wäre das vielleicht so ein klar, natürlich definierter Zeitpunkt, zu dem man den Himmel beobachtet und das hätten ja vielleicht die Magier damals auch gemacht. Und die Zeitspanne, Sie haben gesehen, das ging über viele Monate, entspricht durchaus auch einer typischen Reisezeit, die man dann hätte, um sozusagen vielleicht von Babylon nach Jerusalem zu kommen. Also für Kepler hat das, was ich jetzt so in einer Nutshell da berichtet habe, war das alles sehr stimmig. Da waren viele Dinge, die zusammenpassen, um diesen biblischen Text so zu interpretieren. Das könnte dieses Ereignis sein, diese neue Begegnung zwischen Jupiter und Saturn. Und mit dem Bezug im Sternbild zu den Fischen passt das eigentlich alles wunderbar. Was wunderbar auch ist bei der Geschichte, deshalb wird es auch so gern erzählt, ist, dass man das wunderbar im Planetarium darstellen kann. Ja? Diese Geschichte können Sie perfekt darstellen, weil Sie schön alles Planetariums-Equipment darstellen können. Also auch da sollte man ein bisschen dran denken, wenn man sozusagen Interpretationen hört, ob es da nicht einen Bias gibt, auch von den Möglichkeiten, wie man das Ganze darstellt. In der Tat, konnten die Magier eigentlich von diesem Ereignis wissen? Ja, also sie hätten das durchaus auch rausbekommen können, selbst ohne große Beobachtung, denn es gab in Babylon Tontafeln, die diese astronomischen Ereignisse beschreiben und vorausberechnet haben, auch für das Jahr 7 vor Christus.
Also das muss ich jetzt einfach so weitergeben. Ich kann nicht keilschriftisch sozusagen da an der Stelle, aber die Keilschrift-Experten, die dieses Dokument sozusagen gelesen haben, das im British Museum ist, die sagen, dass da wirklich die entsprechenden Vorhersagen vorhanden sind. Also mit anderen Worten, die Information war da und die Fähigkeiten waren auch da, die Planeten eben entsprechend zu beobachten und diese astronomischen Ereignisse zu kennen. War denn diese Dreifachbegegnung zwischen Jupiter und Saturn hinreichend selten? Können wir uns mal gucken, wann die eigentlich waren. Das konnte eben im Prinzip auch Kepler dann schon zurückrechnen und sehen. Also einmal im Jahr 7 vor Christus, das war das Ereignis, das wir uns jetzt angeguckt haben, im Sternbild Fische. Und davor war es zum letzten Mal im Jahr 146 und danach wieder 332. Ja, und wenn wir jetzt mal weitergehen, das letzte Mal bei uns war es im Jahr 1980/81. Und wir werden es nicht mehr erleben, wenn wir es damals nicht wahrgenommen haben, dann an der Stelle. Also es ist ein hinreichend seltenes Ereignis und ist erst recht ein seltenes Ereignis, wenn es in den Fischen passieren soll, weil man Bezug zu Palästina gerne hätte, dann sieht man das hier eigentlich in dieser Tabelle zumindest eigentlich nur noch im Jahr 861 vor Christus dann so ein Ereignis stattgefunden hätte. Also durchaus was Besonderes, wenn man es so interpretieren will, wie es Kepler interpretiert hat. Aber erstens mal sind da keine Einstern da, sondern es sind eigentlich immer zwei Objekte da. Zwei Planeten, die man klar, das haben Sie auch vorher gesehen, klar als getrennte Objekte sieht. Das ist also sozusagen nicht wirklich ein Stern. Dann ist eben auch in der Bibel wirklich von einem Stern die Rede und nicht von einem Planeten. Der Unterschied war eigentlich damals bekannt. Passt auch nicht so ganz perfekt. Dann ist auch die Verknüpfung des Planeten Saturn mit Israel eigentlich unklar und ebenso die Verbindung der Fische mit Palästina. Das werden wir nachher noch einmal sehen. Und auch ist nicht wirklich klar, ob die Interpretation einer solchen Dreifachbegegnung damals wirklich als bedeutend, also damals heißt 2000 Jahre vorher, zu Christi Geburt, wirklich als wesentliches Ereignis wahrgenommen worden wäre. Für Kepler war das ein wichtiges Ereignis. Er war der Entdecker der Planetenbahnen. Für ihn war alles, was mit Planeten zu tun hatte, alles, was er ausrechnen konnte, war natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Aber ob das 2000 Jahre vorher so gesehen worden ist, ist natürlich eine ganz, ganz andere Interpretation. Jetzt kann man sagen, ja, irgendwie passt relativ viel, ist ein schönes Bild, aber vielleicht muss man doch ein bisschen weiterdenken. Vielleicht muss man sich auch andere Interpretationen mal überlegen und anschauen. Und das ist eigentlich das Spannende an dem Thema, dass man immer wieder merkt, es gibt, obwohl das Ganze so lang zurück ist, weitere Facetten, die man sich angucken kann. Ein ganz spannendes Buch, das wieder als Motivation eigentlich hier einen Kometen hat, um den es dann gar nicht geht, ist eben dieses bereits erwähnte The Star of Bethlehem von Mark Kitcher, auch ein Astronom. Und der war sogar der Meinung, dass es vielleicht doch wirklich ein Stern sein könnte. Ich fand seine Idee insofern spannend, weil er etwas gemacht hat, was man immer in der Wissenschaft tun soll. Er hat einfach versucht, den Blick zu weiten und zu gucken, was haben wir bislang vergessen, was haben wir bislang überhaupt noch nicht beachtet. Und da haben wir eine ganze Menge eigentlich nicht beachtet bei dem Thema. Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir in diesem Fall praktisch nur sehr Europa oder Nahe Osten zentriert waren. Wir haben eigentlich nur so gedacht, wie vielleicht Leute wie Kepler und so weiter gedacht haben. Wir haben aber nicht daran gedacht, dass vielleicht andere Leute zur Zeit von Christi Geburt eigentlich auch den Himmel sehr genau beobachtet haben. Und in der Tat gibt es da Leute, die es sogar sehr viel besser gemacht haben, als Europa oder auch im Nahen Osten das Ganze passiert ist. Nämlich die Chinesen. Chinesische Astronomie war da ungeheuer wichtig. Sie hat jahrhundertelang wirklich systematisch und sehr genau Himmelsbeobachtungen mit allen möglichen Phänomenen durchgeführt. Ob es Finsternisse sind, ob es Kometen sind, ob es, was wir heute Novae nennen oder Supernovae sind oder ob Sonnenflecken sind. Das haben die Chinesen eigentlich alle schon sehr genau gemacht. Eine ganz besondere Bedeutung hatten dabei die Finsternisse bei den Chinesen. Also insbesondere die Sonnenfinsternisse, die waren immer kritisch. Also die sollte man als Astronom nach Möglichkeit genau vorhergesagt haben. Also was dabei passiert, die Vorstellung war immer die, also vielleicht so in a nutshell, der Kaiser, der chinesische Kaiser ist immer sozusagen als der Mittler zwischen dem Himmel und der Erde angesehen worden, der sozusagen alles in Ordnung bringt. Und solange alles am Himmel gut läuft, sage ich mal, ist klar, dass sein Draht zum Himmel offensichtlich sehr gut ist. Was aber als eher nachteilig angesehen worden ist, sind Finsternisse. Also sprich, wenn der Mond die Sonne verdeckt, verschluckt, der Drache, wie das sozusagen dort gesehen wird, der Drache verschluckt die Sonne, dann war das kein gutes Omen. Es war erst recht kein gutes Omen, wenn es nicht vorhergesagt worden ist. Deswegen hatten die so viel Aufwand in die Astronomie auch reingesteckt und die Astronomen mussten es wirklich genau vorhersagen. Es war in der Tat Berufsrisiko, zu Tode zu kommen, wenn man diese Vorhersagen nicht machen konnte. Es gibt Texte, die sagen, dass zumindest bei zwei Astronomen wurden sie hingerichtet, weil sie eben so eine Sonnenfinsternis nicht richtig vorhergesagt haben, dass die stattfand. Die war dann plötzlich da und keiner wusste, was los ist und
Das war dann sozusagen ihr Ende. Das Gute ist ja immer bei so einer totalen Sonnenfinsternis, dass dieser Drache zwar die Sonne frisst, aber auch nach maximal 6 Minuten, 7 Minuten wieder freigibt. Also es wird dann schon wieder gut werden. Aber das war für die beiden Astronomen nicht mehr dann wirklich wichtig. Also es war da ein Interesse da, einfach von der ganzen gesellschaftlichen Aufstellung in China wirklich Astronomie auch sehr konsequent und sehr intensiv zu betreiben. Das war in der Vorstellung so. Und das haben sie auch wirklich gemacht. Also wenn wir zum Beispiel an den Kometen Halley denken, der Giotto später dann zu dem Bild ja auch animiert hat, einen Kometen zu zeigen als Stern von Bethlehem. Also wenn man den sich anguckt, den konnte man auch schon früher sehen, den sieht man im Prinzip alle 75 Jahre, dann sind 16 der 17 bis 1000 nach Christus dokumentierten Beobachtungen des Kometen von Halley, die stammen von chinesischen Astronomen. Also die haben das wirklich gut gemacht, während die anderen, sage ich mal, mehr oder weniger geschlafen haben und nicht gewusst haben, was sie da eigentlich sehen und nicht so weit waren. Also das ist wirklich sozusagen sehr, sehr genau. Und die haben da sehr, sehr genaue Listen auch geführt. Und es gibt auch, also was läge da sozusagen näher, das war auch die Idee von dem Mark Kitcher, mal zu gucken, ob die vielleicht im Zeitraum um Christi Geburt irgendwas beobachtet haben, da in den Daten. Und das haben sie in der Tat. Da gibt es auch dokumentierte Beobachtungsereignisse, die 5 und 4 vor Christus stattgefunden haben. Und zwar steht da auch das Sternbild sozusagen dabei, Sternbild Adler. Hätte das Ganze stattgefunden. Und die Interpretation von Mark Kitcher war, das war da vielleicht wirklich ein Stern, ein Ereignis eines Sterns, das dort stattgefunden hätte. Und zwar so ein typisches Nova-Ereignis, das sind im Prinzip Doppelsterne und ein Stern bläht sich dabei so weit auf, dass Material dann aufgrund der Schwerkraft auf den anderen aufgesaugt wird. Auf gut Deutsch überfrisst sich der Stern hier und irgendwann hat er ein bisschen zu viel gegessen. Es gibt dann sozusagen eine kurze Zündung letztendlich dann, also es gibt nochmal eine Kernfusion, es leuchtet nochmal kurz auf, das ist das Nova-Phänomen und das kann sozusagen immer wiederholt und wiederholt passieren. Das ist das Phänomen und das war auch das, wo Mark Kitcher meinte, ja, vielleicht war es das und zwar, er hat da diese Daten genommen von den Chinesen und dachte, na, dann könnte die Nova, er hat den Stern sogar genau angegeben, D-O-Aquilae, das müsste vielleicht oder könnte vielleicht der Stern von Bethlehem sein. Ja. Also hier ist nochmal der Adler, Sternbild Adler, das man hier also sieht und da hat er eben dann dieses Objekt identifiziert als das Objekt, das die Chinesen damals gefunden haben. Wir wissen heute, dass das nicht stimmt, dass das nicht funktionieren kann. Also es gibt in der Tat eine Nova in D.O. Aquilae, die ist eigentlich schon vorhanden. Die hat man das letzte Mal gesehen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist ja schon mal ganz gut, dass es da eine Nova gab. Das war auch die Motivation für Kitcher zu sagen, das könnte die richtige sein. Nur weiß man heute, dass diese Art Novae eine sehr lange Ruhephase haben, also mindestens 10.000 bis 20.000 Jahre, bevor sie dann wieder sozusagen aufleuchten, bevor sie sich wieder überfressen, wie ich das vorher ausgedrückt habe, ja, und wieder dann sozusagen Kernfusion zünden und entsprechend zeigen. Also mit anderen Worten, wenn wir sie 1900 gesehen haben oder 1920 gesehen haben und 10.000 Jahre zurückgehen, dann sind wir weit weg von Christi Geburt. Also die Idee kann sozusagen nicht stimmen, die dann Mark Kitcher an der Stelle hatte. Aber er hat etwas wirklich sehr Faszinierendes getan, dass er einfach gesagt hat, wir müssen den Blick weiten, wir müssen einfach andere Arten der Interpretationen oder andere Arten der Beobachtungen mit dazunehmen, in dem Fall eben auch die Daten der Chinesen sozusagen mit einbeziehen. Ja, nehmen wir mal ein ganz kurzes Zwischenfazit. Es gibt sicherlich viele Ideen, manche ganz interessante Konzepte, aber ich finde, es gibt eigentlich kein absolut zwingendes Erklärungsmodell bei den astronomischen Modellen. Fast jedes hat zwar nette Aspekte, aber manche dann eben passen auch ein paar Dinge eigentlich nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir eigentlich wirklich alle Aspekte berücksichtigt haben, ob es vielleicht noch andere astronomische Phänomene gibt, an die wir gar nicht gedacht haben, oder ob vielleicht sogar dieser ganze Ansatz, hier so genau hinzugucken, astronomisch, ob das nicht vielleicht sogar ein Stück übertrieben ist. Was war jetzt für uns eigentlich wirklich wichtig in den Texten? Ja, der Stern hat man im Osten gesehen, der steht in der Bibel, NT Anatolé, kam zweimal vor in der Bibel. Der Stern zog vor ihnen her und blieb stehen. Wir haben aber vorher überlegt, bei der normalen Bewegung, die Sterne machen, der zieht vor niemanden her, sondern der dreht sich halt, Erdbewegung und so weiter, das klappt alles nicht. Und dass die dann irgendwo stehen bleiben und was irgendeinen Ort beschreiben, das funktioniert überhaupt nicht, weil es absolut von der Position auf der Erde abhängt. Der Bezug Saturn zu den Juden oder Sternzeichen Fische zu Judäa war zumindest in der Kepler-Interpretation entscheidend. Und auch die Interpretation auf babylonischer Basis ist für Kepler, fürs Kepler-Modell, fürs weitverbreitetste sozusagen ganz entscheidend. Ja, aber haben wirklich die Leute damals diesen Text so gesehen? Haben die diese Interpretation so gemacht? Oder sind wir jetzt eigentlich nicht nur dem vielleicht auch ein bisschen aufgesessen,
dass wir mit den Augen von Kepler zum Beispiel vieles jetzt hier gesehen haben, also mit den Augen des 17. Jahrhunderts. Und auch da gab es wieder einen ganz spannenden neuen Ansatz, eigentlich schon in den 90ern von Michael Molnar. Er hat eigentlich herausgefunden als Fan sozusagen für Münzen, und er hat einige Münzen gefunden, die praktisch aus der Gegend kommen, aus Palästina, wo nicht die Fische irgendwie dargestellt werden, sondern der Widder mit Sternen dargestellt worden ist. Und da ist ihm eigentlich klar geworden, dass diese Verbindung der Fische mit der Region Palästina eigentlich nicht stimmt. Und sie stimmt deswegen nicht, weil das eine babylonische Interpretation ist. Aber eigentlich sind wir im Jahr um Christi Geburt ja schon lange in einer Zeit, wo diese Region schon lange von Alexander dem Großen dominiert war und hellenistisch gemacht worden ist. Und das hat sich auch nicht wesentlich geändert durch die Römer an der Stelle. Mit anderen Worten, man muss eigentlich einen griechischen Ansatz bringen und griechisch die Texte interpretieren und die Sachen sich anschauen und eben nicht auf die Art und Weise, wie es Babylon gemacht hat, wie es dann letztendlich auch Kepler das Ganze benutzt hat. Und dann sieht man, dass, ja, ich sage jetzt mal, das Sternbild wieder sehr viel wichtiger und relevanter ist. Man sieht auch, dass vielleicht ganz andere Ereignisse entscheidend sind. Zum Beispiel, wenn man diese Interpretationen nimmt, dann sieht man, dass zum Beispiel Bedeckungen durch den Mond sehr viel wichtiger sind als irgendwelche Planetenkonjunktionen, also nahe Begegnungen von Planeten, die man an der Stelle eigentlich hat. Also die griechische Astrologie sollte, das war die These von Molnar, sollte die Grundlage eigentlich bilden. Und das hat auch sogar eine relativ große Aktivität ausgelöst, und zwar eine interdisziplinäre Aktivität, in der man dann einfach wirklich versucht hat, das mal ein bisschen genauer zu diskutieren. Da gibt es einen sehr schönen, sehr detaillierten Tagungsband dann an der Stelle, mit dem man sich die ganzen Sachen angucken kann. Und ein Punkt ist, diese Bedeckungen sind ganz wichtig. Und da kann man natürlich auch gucken, wie oft finden die denn eigentlich statt. Und zum Beispiel findet im Jahr 6 vor Christus, gibt es zwei solche Jupiter-Bedeckungen. Ich will das mal ganz kurz zeigen, da sind wir jetzt gleich am 17. April. Da sind wir jetzt bei dem Widder, Aries hier im Widder, da sehen wir wieder Jupiter. Also das sind die Monde von Jupiter, die ignorieren Sie jetzt einfach mal. Und hier sehen Sie aber unseren Erdmond, also Bedeckungen des Erdmonds von irgendetwas anderem. Das ist sozusagen als relevant im Rahmen dieser griechischen Astrologie oder hellenistischen Interpretation angesehen worden. Warum auch immer, das ist nochmal was anderes dann. Und jetzt lassen wir hier einfach auch mal ein bisschen die Zeit vergehen. Lassen Sie sich nicht stören dadurch, dass sich das Bild dreht. Das ist eine Eigenart des Programms, dass man praktisch die Positionierung hier nicht festhalten kann. Wir haben es aber jetzt hier, Sie sehen, wie sich da der Mond im Laufe der Zeit jetzt bewegt. Er bewegt sich auf Jupiter zu, und wie er dann scheinbar Jupiter, also er bedeckt Jupiter. Und solche Ereignisse wie die, die jetzt hier dargestellt werden, natürlich ein bisschen überhöht, dass der Mond, der Erdmond dann eben Planeten dann für kurze Zeit natürlich dann bedeckt, die sind eben als besonders relevant in dieser astrologischen Interpretation angesehen worden. Also sie waren deutlich relevanter als entsprechende Bewegungen oder nahe Begegnungen. Ja, und irgendwann ist dann auch wieder vorbei. Also das ist da zum Beispiel am 17. April passiert und nochmal in dem Jahr auch. Die kommen also vor, die sind da nichts Besonderes astronomisch, sowas kommt also durchaus relativ oft vor. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, also dieses Sehen mit den Augen der Leute damals, und zwar den Blick, dann ist es für die eigentlich wichtig, die Interpretation. Das heißt, die Interpretation dann auf astrologischer Basis. Denn das war eigentlich für die Leute sehr viel wichtiger als eine astronomische Interpretation, die man an der Stelle hatte. Und damit sozusagen ein besonderes Ereignis oder ein Ereignis eine besondere Bedeutung hat, müssen bestimmte Konstellationen in dieser Interpretation, der astrologischen Interpretation erfüllt sein. Das kann man sich am besten mal angucken, wenn man mal sich überlegt, wie damals ein königliches Horoskop ausgesehen hat oder ein kaiserliches Horoskop. Ich bin kein Experte für antike Astrologie. Und nochmal, ich sage es zum zweiten Mal, klar, deutlich, Astrologie ist für uns heute völlig klar, dass es Blödsinn ist in der Interpretation. Aber wenn es die Leute damals so gelesen haben und für sie wichtig waren, dann müssen wir natürlich all diese Texte versuchen, mit deren Denkweise zu erkennen und zu verstehen. Und deswegen macht es Sinn, sich mit dem Horoskop einmal auseinanderzusetzen. Auch bei den Horoskopen für die Kaiser galt, man darf sie nicht veröffentlichen oder man durfte sie nicht veröffentlichen bei Todesstrafe. Ganz offensichtlicher Grund, es könnte ja was Schlechtes drinstehen. Ja? Das ist dann für einen Kaiser nicht gut. Dass es doch ein Horoskop für den Kaiser gibt, ist eigentlich nur dem zu verdanken, dass der Astrologe Antigonos von Nicäa ein Lehrbuch geschrieben hat. Und im Lehrbuch durfte man mal über einen bereits verstorbenen Kaiser auch mal ein sehr gutes Horoskop veröffentlichen.
Deswegen weiß man, was da sozusagen wichtig ist. Und nochmal, es gibt keine irgendwie geartete Basis dafür, dass das irgendeine Auswirkung auf ein reales Leben hat. Aber trotzdem waren diese Aspekte, wenn die zusammengekommen sind, sind die eben als positiv angesehen worden. Nämlich die Nähe von Jupiter zum Mond, wie wir sie vorher gerade jetzt gesehen haben in der einen Animation. Dann ganz wichtig, Jupiter, dass Jupiter nahe am sogenannten heliakischen Aufgang ist. Das werde ich gleich nochmal erzählen, was das ist. Dann, dass die Planeten Venus und Mars vergleichsweise nahe zur Sonne sind. Und ich werde jetzt schon mal sagen, dass das vergleichsweise ähnlich zu der Konstellation ist, die wir für den 17. April, den ich jetzt gerade vorher gezeigt habe, sehen können. Also, was ist der heliakische Aufgang? Das ist im Prinzip der Moment oder die Phase, wenn ich zum ersten Mal einen Himmelskörper sehen kann, wenn kurz danach die Sonne aufgeht. Also wenn die Sonne schon aufgegangen ist, dann sehe ich keine Himmelskörper mehr. Aber es gibt so einen Moment kurz bevor die Sonne aufgeht, wo ich dann vielleicht zum ersten Mal einen Himmelskörper sozusagen noch sehen kann. Und das ist sozusagen der heliakische Aufgang. Ein sehr klar definierter Moment, also auch astronomisch eindeutig definierter Moment. Im Prinzip heißt es, dass die Objekte dann in diesem Kreis, also Sie sehen, hier ist Osten angeordnet, hier wäre die Sonne quasi noch kurz unterm Horizont, es wäre eben vielleicht schon etwas hell, aber noch nicht wirklich taghell, und während Jupiter und der Mond hier schon ein Stück weiter wären, auf gut Deutsch. Also die würde man also gerade noch sehen können oder gut sehen, und die wären jetzt hier, weil sie vergleichsweise nahe an der Sonne sind, nahe am heliakischen Aufgang oder im heliakischen Aufgang. Und wir sehen hier für das Datum, für den 24. Januar 76 nach Christus, also das ist der Kaiser Hadrian, Geburtstag, da ist auch Venus und Mars relativ nah dran bei der Sonne, und auch das hat man damals, warum auch immer, als gut oder als besonders wichtig und hilfreich sozusagen beachtet. Also das sind so die Gemengelage für ein gutes Horoskop. Ja, wenn wir uns jetzt das Horoskop mal für den 17. April anschauen, 6 vor Christus, also hier ist nochmal Kaiser Hadrian, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, dann sieht es so aus. Die Sonne wäre jetzt auch wieder sozusagen in der Phase kurz unterhalb sozusagen des Horizonts. Jupiter ist in einer fast ähnlichen Position, das ist also der heliakische Aufgang da an der Stelle. Mond ist relativ nah, haben wir ja gesehen, der bedeckt es. Und es sind auch wieder die Mars und Planeten, in dem Fall Merkur, sind relativ nah an der Sonne. Also auch diese positive Konstellation wäre da. Wir hätten also da eine Konstellation, die in der Interpretation der damaligen Leute so gut ist wie ein kaiserliches Horoskop. Also wenn ich Horoskope legen würde, würde ich sagen, da ist irgendwas ganz Tolles passiert an diesem Tag. Oder muss was ganz Tolles passiert sein, weil da die Bedingungen ganz, ganz optimal sind. Das wären also ideale Voraussetzungen, wenn ich einen Kaiser sozusagen haben wollte. Und deswegen hätte eine solche Phase, ein solcher Tag, hätte durchaus eine ganz besondere Bedeutung eigentlich gehabt. Es gäbe da, wenn man das so interpretiert, durchaus viele astrologisch relevante Hinweise. Ich muss dann gar nicht beobachten, ich muss ja nur meine Tafeln sozusagen kennen. Ich brauche auch keine wirklich explizite Beobachtungen, aber Magier hätten da vielleicht wirklich dann eine entsprechende Reise unternommen oder zumindest etwas Besonderes erwartet. Was eigentlich noch spannender ist, was Molnar herausgefunden hat, ist, dass die astronomisch ungeheuer schwierig oder eigentlich als falsch darzustellenden oder zu interpretierenden Bibelstellen eigentlich astrologisch als Fachtermini betrachtet werden können. Also eine ungeheuer genaue Beschreibung für Fachleute, für Astrologen damals, die wussten ganz genau, was das ist. Das NT Anatole, was immer so salopp mit dem Osten übersetzt worden wird, ist eigentlich eine exakte Bezeichnung für den heliakischen heliakischen Aufgang oder eines Objekts. Und genau das wird sogar zweimal in der Bibel erwähnt, also mit einer besonderen Bedeutung. Das heißt, Leute, die es lesen konnten, Fachleute, wussten ganz genau, was damit gemeint ist und welcher astronomische Moment damit gemeint ist. Das war für die völlig klar. Und auch dieses, der Stern zog vor ihnen her oder blieb stehen, bedeutet eigentlich sozusagen die Bewegung der Planeten, die sich manchmal ändern kann gegenüber dem Sternhimmel. Dann macht das Ganze Sinn. Nur die direkte Interpretation macht keinen Sinn. Ich will Ihnen nochmal zeigen, wie das sozusagen wirklich aussieht. Sie haben es ja vorher schon gesehen, dass sich Jupiter, Saturn im Jahreslauf im Wesentlichen sozusagen aus Westen in Osten bewegen, aber dann mal so eine Phase haben, wo sie mal stehen bleiben, wieder zurückgehen und dann wieder den normalen Weg machen. Und das ist letztendlich einfach zu erklären, das ist auch gar nichts Besonderes, das hängt damit zusammen, dass von unserer Position, das wäre jetzt hier die Erdbahn aus, im Laufe des Jahres sehen wir sozusagen Jupiter oder auch Saturn gegenüber dem Sternhimmel projiziert an unterschiedlichen Positionen. Und dieser Projektionseffekt, der ist ganz banal, der sorgt eben dann dafür, dass diese Bewegung erstmal im Wesentlichen in eine Richtung geht, aber dass eben Planet Steinbach auch mal stehen bleiben kann gegenüber dem Sternhimmel, zurückgeht und dann wieder nach vorne geht. Molnar sagt jetzt, dass im Prinzip das, was da steht, wirklich die Bewegung des Sterns vor dem Sternhimmel eigentlich bedeutet. Und dann macht es Sinn, dieses Zug vor ihnen her
ist dann eine Westwärtsbewegung, wäre es zum Beispiel in dem Fall. Oder blieb stehen ist wirklich, bleibt stehen gegenüber dem Himmel. Ansonsten bleibt kein Stern irgendwo am Himmel stehen, weil die Drehung der Erde einfach immer die ganze Zeit vorhanden ist. Also da machen plötzlich diese Textstellen alles Sinn und werden dann wirklich sehr, sehr deutlich und klar. Was ich eigentlich sehr faszinierend fand, ist, dass diese Idee uralt ist. Die ist nicht zum ersten Mal in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder aufgekommen, sondern die stammt eigentlich schon aus dem Jahr 1911 von Hermann Vogt, ein Theologen, kein Astronom, der sich in Halle damit befasst hat. Der hat nur damals vielleicht die falsche Zeit erwischt. 1911 hat man vielleicht andere Sorgen. Er war kein Naturwissenschaftler, hat vielleicht auch in der falschen Zeitschrift oder in der falschen Art publiziert. Ist nicht wahrgenommen worden, glaube ich, von der wesentlichen Community, die halt astronomisch da unterwegs ist und auch sonst nicht groß rezipiert worden, muss man natürlich fairerweise sagen. Und er hat auf Deutsch publiziert, was jetzt auch nicht unbedingt so war damals üblich, aber ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hilfreich, erst recht nicht, wenn man die Zeit danach dann bedenkt, wo dann das Deutsche sicherlich auch nicht mehr ganz so in war erst einmal. Als lange Rede, kurzer Sinn, da waren diese Ideen schon da und im Prinzip waren, das sind jetzt zwei Abbildungen aus dem Buch von Vogt. Ich will das gar nicht groß erklären, aber Sie haben da, glaube ich, schon den Eindruck, dass es ziemlich ähnlich zu dem aussieht, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, dass er eben auch diese Positionierung sozusagen Jupiter sehr nahe, aber ein bisschen weiter sozusagen als die Sonne. Sonne wäre sozusagen dann noch unter dem Horizont, das wäre der heliakische Aufgang, die Interpretation, diese Ideen hatte er ja schon. Er hatte dann aus diesen Daten sozusagen den 14. April 6 vor Christus als das Datum sozusagen angesehen, während Molnar eben auf den 17. April 6 vor Christus eben heute geht, das sozusagen das Datum wäre, das man für dieses Ereignis als relevant ansehen könnte, wenn man es denn hier als solches interpretieren wollte. Ja, ist das jetzt die Lösung, ist das die richtige Interpretation? Das kann man natürlich nicht sagen. Ich finde persönlich, dass das Lesen mit den Augen der Leute damals und mit diesen Fachtermini und auch das Auflösen vieler Stellen im Text, die dann plötzlich sozusagen nicht mehr völlig unklar sind, sondern eigentlich einen Sinn machen, zumindest in der Sicht, wie es damals gelesen worden ist, dass das schon vieles für sich hat und zumindest der richtige Weg ist, in die Richtung zu gehen, auch wenn es heißt, dass vielleicht die Astronomie dann gar nicht so eine ganz, ganz große Rolle spielt oder dominante Rolle an der Stelle spielt, sondern mehr eben die historische Einbettung und die Art und Weise, wie man das früher interpretiert hat an der Stelle. Das ist vielleicht schon ein ganz, ganz großes Plus an der Stelle. Das heißt jetzt aber nicht notwendigerweise, das will ich vielleicht auch nochmal sagen, dass der 14. oder der 17. April unbedingt jetzt der Geburtstag von Jesus Christus, also 7 vor Christus oder 6 vor Christus gewesen sein muss. Das heißt nur, dass der, der den Text niedergeschrieben hat, diese Konstellation herausgefunden hat und die als besonders aus damaliger Sicht, astrologischer Sicht, als kaiserwürdig oder als ein Ereignis, das er vielleicht Jesus Christus zugewiesen hätte, so eine Geburt gegeben hätte. Das heißt nicht, dass das irgendein Zeuge sozusagen gesagt hat, das war so und das passt so und die Interpretation ist so eigentlich richtig. Also, das ist sozusagen mein persönliches Fazit an der Stelle, wie Sie mit dem umgehen oder was Sie sozusagen da an Fazit sehen oder vielleicht noch eine andere Idee haben, sei mal dahingestellt. Ich finde immer, was ich gelernt habe eigentlich mit der Auseinandersetzung mit dem Thema, ist das, was hier Einstein eigentlich gesagt hat, mit dem Zitat von ihm, und damit will ich schließen. Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Ich habe dabei gelernt, dass man bei dem Thema, das erstmal astronomisch vielleicht einfach erscheint und nicht besonders relevant, dass man das Gefühl hat, dass es sehr viele verschiedene spannende Facetten gibt. Man kann in andere Kulturen reingucken, kann sich mit ganz anderen Thematiken befassen und man kriegt immer wieder eine neue Facette, auch durch die Interdisziplinarität, die ich dann zum Schluss dargestellt habe. Und das finde ich eigentlich das Spannende an der Auseinandersetzung, selbst wenn jetzt die Astrophysik da an der Stelle vielleicht nicht so dominant ist. Ja, damit bin ich am Ende und möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.